Einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Session auf meinem Kanal. Und zwar spiele ich heute mit euch, für euch, wie auch immer, Tomb Raider aus dem Jahre 2013, dieses Reboot mit der neuen Lara Croft, mit der jungen Lara Croft. Ich wollte damals eigentlich schon immer eine Review dazu machen, als das Spiel neu war, und leider hat mein Rechner das nicht so richtig gepackt, wie ich das gern gehabt hätte von der Grafik und mit dem Aufnehmen und so weiter und so fort. Jetzt mit dem neuen Rechner ist das nicht so das Problem und deswegen kann ich es euch einfach mal zeigen und gehe direkt einfach mal in ein neues Spiel. Ja, erstellen wir mal neue. Wir spielen auf normal. Ein berühmter Forscher hat einmal gesagt, was wir tun, ist besonders, nicht was wir sind. Ich wollte mir einen Namen machen, Abenteuer nachjagen, aber stattdessen haben die Abenteuer mich gejagt. Etwas, das uns antreibt. Das uns weitermachen lässt. Ja, an dieser Stelle möchte ich schon mal vorab erwähnen, ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt. Zwar nicht zu 100%, aber rein storytechnisch habe ich es halt durch. Ich war vorab erst skeptisch, Review, und es sah so aus nach mehr Action und ich hatte eigentlich gar keinen Bock, das überhaupt zu spielen. Aber wie das nun mal ist mit Vorurteilen und mit Erwartungen, man wollte ohne Erwartungen rangehen, einfach die Spieler an dich heranlassen. Dann stellt man manchmal fest, dass sie echt genial sind, so wie diese Neuauflage, die ich persönlich im Nachhinein als super empfinde und jedem empfehlen würde. Selbst für den Vollpreis. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel ich da bezahlt habe. Und ich muss mir jetzt gerade mal während des Aufnehmens die Frames angucken, weil ich jetzt auch CrashFX eingeschaltet habe. Das natürlich sehr viel Leistung kostet. Wenn die Frame-Einbrüche zu groß sein sollten, muss ich das vielleicht im Laufe des Spiels mal abschalten. Ich muss auch dazu sagen, ich habe mich ziemlich schnell an die Stimme gewöhnt. Runter. Und Ich muss runter. Finde Nora Tschirner, oder wie die heißt, hat ihren Job sehr gut gemacht. Und ich habe auch in kaum einem Spiel so viele Screenshots gemacht wie in diesem.
einfach weil sie die junge Lara echt, wo die alte halt sexy war und ne, extrem auf Oberweite, ist die junge Lara einfach ja niedlich und als Mann. Oh, Achtung, oh! Das tut weh. Jedenfalls habe ich ständig Screenshots gemacht, weil. Ach, ich komme so quick gar nicht hatte. Die natürlich mit der Tastatur ein bisschen kacke ist, weil man nämlich nicht genau weiß, was man drücken muss. Oh, frame-technisch wunderbar. Man beachte mal bitte als Mann, das habe ich jetzt nicht erwähnt, man beachte mal den knackigen Hintern. Also es kann grafisch natürlich voll beeindrucken, wie man vielleicht hier sieht. Also klar, es gibt bessere, es kann mit einem Crysis 3 oder einem Far Cry 3 vielleicht nicht mithalten, aber es ist trotzdem super. Und wie schön, dass die Synchro so spät hinterherkommt. Was ist bloß passiert? Oh, eine Fackel. Oh, das war laut. Wir können hier Sachen anzünden und damit interagieren. Zu sehen, dass ich mir ja nicht Hüfe verbrenne. Und sie haben in diesem Spiel die geskripteten Sequenz, sag ich mal, so gut verpackt oder eingepackt. Oh, verdammt. Wollen wir mal eben hier. Na ja, gut, an dieser dunklen Stelle ist das vielleicht nicht so praktisch. Dieses niedliche Mädchen, möchte ich fast sagen. So mit Q können wir hier in Umgebung den Instinktmodus quasi wie bei, ein bisschen wie bei Hitman. Und da stellen wir fest, dass wir da oben etwas anzünden können. Wie gesagt, ich werde hier natürlich nicht so fürchterlich viel rätseln, weil ich das Spiel schon durch habe und mich nicht ganz so doof anstellen muss wie im ersten Spielen. Lichteffekte, Wassereffekte, einfach finde ich hervorragend. Also kann man dem Spiel nichts nachsagen. Quicktime-Events haben mich beim ersten Spiel übrigens total Nerven gekostet, weil zu Anfang in der ungepatchten Version ungepatchten Version nicht vernünftig eingeblendet wurde, welche Taste ich tatsächlich zu benutzen habe. Was mitunter zu zig Bildschirmtoden geführt hat. Diese cinematisch sehr gute Szene gesetzt und man beachte mal bitte, jetzt wo sie durch das Wasser geschwommen ist, und das zeige ich euch gleich nochmal besser. Erstmal gehen die Tackel auf, wenn durch Wasser gehen. Und jetzt ist der Dreck, den sie hier auf dem Körper hatte, ist abgewaschen und sie ist wieder ein bisschen sauber halt, weil sie durchs Wasser gegangen ist. Finde ich auch sehr gut. Und man muss nochmal sagen, ganz ehrlich, von der Bettkante schubsen würde sie doch keinen Mann, wenn sie so, ne? Aber egal. Wir wollen uns hier mal nicht so reduzieren lassen. Was ist das denn für ein Ding? Ich kann euch natürlich jetzt ein bisschen mehr von dem Spiel zeigen, weil ich halt nicht so lange rätseln muss. Und dann weiß, wie die Rätsel funktionieren. Wenn natürlich jemand das Spiel noch nie gespielt hat und nicht gespoilert werden möchte, dann, ja. Hat er Pech oder so? Nein. Und darf er dieses Video halt nicht gucken. Ja. Ich muss das hier nochmal leiser drehen. Ich über den Knopf im Ohr, der leider nicht wirklich Bass wiedergibt, ist das doch sehr krass. Zu hören, es brennt fast ein bisschen in den Ohren.
Wie gesagt, es ist, wird nachher noch ziemlich actionlastig, aber es gibt auch doch noch diverse Tomb Raider-Momente, möchte ich es mal nennen. Ach ja, und wie man jetzt sieht, EP, es gibt Erfahrungspunkte für diverse Passagen, Interaktionen im Spiel. Und das, die kann man später dafür verwenden, die halt die Waffen aufzustocken. Achso, hier muss man übrigens auch schon interagieren. Und auch als ich das erste Mal gespielt habe, ich meine, jetzt inzwischen ist das Wasser wunderbar, aber als ich das erste Mal gespielt habe, weil es ja auf AMD ausgelegt ist, waren hier Grafikbugs aus der Hölle quasi. Oder wie andere sagen würden, Grafikbugs des Todes oder so. Sehr schön. Alleine in dieser Szene bin ich beim ersten Mal so oft gestorben, dass ich schon beinahe gar keine Lust mehr hatte. Inzwischen werden nicht nur die Tasten eingesetzt, sondern ich weiß auch, was ich zu drücken habe. Und cineastisch, machen wir uns mal nichts vor, es ist einfach genial in Szene gesetzt. Gut, man könnte das Ganze natürlich mit einem Pad spielen. Das tue ich aber nicht, weil man hier wieder zielen muss. Und wer mich kennt inzwischen, weiß, dass ich alles, wo man zielen muss, mit Maus und Tastatur spiele. Ich bin halt PC-Spieler. Und jetzt sieht sie wieder völlig verschrammt aus und schmutzig. Das finde ich auch so klasse an dem Spiel. Das ist fast realistisch, sag ich mal. Was sie alles aushält, ist jetzt nicht ganz realistisch, aber... So, jetzt kommt dieser Crisis-Moment. Show us your graphic skill. Ist übrigens schon allein dadurch, dass ich es durchgespielt habe, eins meiner Lieblingsspiele, weil wenn ich Spiele durchspiele, spricht das in meinem Fall für sich. Wir wollen hier den Sonnenuntergang. Guck mal, das ist doch schon wieder so ein Screenshot wert. Ich glaube, ich mache auch mal einen. Nein, ich mache keinen. Sonst beende ich nachher die Fraps-Aufnahme, weil ich den falschen Knopf drücke. Das wäre bitter. Das TressFX kostet übrigens doch relativ viel Leistung und habe ich halt. Als ich durchgespielt habe, konnte ich das nicht anwenden, weil einfach in den Nahaufnahmen das dermaßen Leistung gekostet hat und es auch, soweit ich inzwischen weiß, wurde der Quellcode, sag ich mal, des Spiels nicht zur Verfügung gestellt vor Release, sodass sie erst nicht nachträglich darauf einstellen konnten und so AMD einen klaren Vorteil hatte für diese ATI. Und dementsprechend haben Nvidia-Nutzer zu Anfang, als das Spiel rauskam, doch ganz schön geflucht und in die Röhre geguckt. Ganz einfach, weil ATI bevorzugt wurde. Aber inzwischen wurden diverse Grafiktreiber nachgereicht und ohne Ende optimiert, wie man ja vielleicht sehen kann. Ich spiele das Ganze halt im Moment mit einer GTX 67. Vorher musste ich mit einer 560 Ti auskommen. Dementsprechend sieht das natürlich um einiges besser aus jetzt. Sie spricht sehr oft mit sich selbst, was zu Anfang etwas befremdlich ist, aber ich glaube, wenn man so allein in solcher... Sie motiviert sich halt selber. Und das ist jetzt auch so ein typisches, wie ich finde, durchaus ein typischer Tomb Raider-Moment. Klettern und so. Und auch die Kameraperspektive dabei finde ich sehr genial. Wobei ich hier natürlich sowieso gerne auf den Hintern gucke. Ich hoffe, meine Freundin sieht das Video nicht. Und dass sie alleine zu Anfang schon hier durchleben muss, das ist hammerhart. Und das zieht sich so durch das ganze Spiel. So dass man ja durchaus abnimmt, dass sie nach diesem Teil wirklich
zu der knallharten Reliktjägerin wird, die sie dann halt eigentlich heutzutage ist. Sam. Die stöhnt zwar an allen Ecken und Kanten, aber wie gesagt, jetzt beim zweiten Durchspiel stört mich das schon gar nicht mehr. Beim ersten zu Anfang, ja, hat es mich gestört, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen konntet, aber ich habe eben doch leichte Ruckler gemerkt, als sie nah rangezoomt sind, quasi an die Haare. Das ist ein hartes Problem. Da merkt man, dass das extrem viel Leistung braucht. Da konnte ich übrigens nichts unternehmen. Oh, oh. Und ich bin schon wieder drauf reingefallen. Ich dachte schon wieder, warum kann ich mich nicht festhalten? Aber es ist ja so gewollt. Ganz ehrlich, grafisch ist das doch eine Wucht. Gut, kleiner CryEngine 3 wäre das noch mal geiler, aber mein Gott. Ich finde, die haben das super umgesetzt. Das ist ein super Top-Spiel geworden. Und da ich halt seinerzeit nie ein Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Sam, das hier ist echt ernst. Ich will nur die Stimmung auflockern. Alle sind so angespannt. Worüber machst du dir Sorgen? Ich bin da an was dran. Ich bin mir ganz sicher. Aber ich weiß nicht, ob die anderen mir zuhören. Ach, es ist doch eh sinnlos. Lara, du weißt mehr darüber als jeder andere. Im Ernst. Und ich sag das nicht, damit es dir besser geht. Ich vertraue dir. Und Roth genauso. Du schaffst das. Lass uns mal eine Pause machen, ja? Okay, okay. Und Sam, danke. So ernst ist sie nicht jeden Tag. Los, los! Hau ihn um! Wie bitte kommst du auf die Idee, dass ich diese Expedition nicht ernst nehme? Lara, ich meine, nicht nur Sams Familie finanziert uns, mein Geld steckt auch drin. Irgendwas hat jeder eingesetzt. Das Geld reicht nicht ewig, Whitman. Genau deshalb sollten wir nach Osten fahren, nicht nach Westen. Niemand vermutet das. Niemand vermutet Yamatai so weit östlich. In den Büchern steht auch nichts darüber. Gefunden haben die Autoren Yamatai auch nicht. Darüber habe ich mit Roth gesprochen. Es macht keinen Sinn, immer nur anderen zu folgen, Dr. Whitman.
Ich riskiere doch nicht mein Renommee wegen deiner Ahnung. Ich bin hier der leitende Archäologe. Und wann waren Sie das letzte Mal ohne Fernsehteam unterwegs? Ich habe 30 Jahre Erfahrung, 2 Doktortitel, 1 in Asienkunde. Kümmern Sie sich doch ums Boot, Mr. Graham. Schiff, Dr. Whitman. Es ist ein Schiff. Das weiß ich auch ohne Doktortitel. Sehen Sie, in Richtung Osten werden wir direkt ins Drachendreieck gelangen. Und genau da müssen wir hin. Lara, mein kleiner Vogel. Ich folge dir überall hin, aber dort herrschen böse Kräfte. Eher böse Stürme. Das Bermuda-Dreieck ist dagegen Disney World. Ich komm mit. Die Sage um Königin Himiko erzählt, sie könne einen Sturm beschwören. Mythen sind sehr häufig die Reste einer vergangenen Wahrheit. Was, wenn Yamatai wirklich irgendwo in diesem Dreieck ist? Sieh nur, das hier sind die Satellitenaufnahmen aus dem Drachendreieck. Sieht nicht gut aus. Wenn's nass ist, kann ich drauf segeln. Oh, Sie wollen da genug. Tatsächlich... Reyes hat recht. Wir sind nicht hier, um rumzujammern. Also, jetzt oder nie. Lara bringt frische Ideen und einen Plan. Ich bin der Kapitän. Es ist meine Entscheidung. Wir steuern jetzt ins Drachendreieck. Was mache ich bloß hier? Ich kann hier nicht einfach rumsitzen. Ich muss etwas zu essen finden. Das ist doch wunderbar. Wir gucken ein bisschen DVD, haha, bis sich der Regen verzogen hat. Oh Gott, armer Kerl. Was? Du? Achso, wir haben ihn doch gar nicht entdeckt. Moment, den Bogen kann ich brauchen. Nur so als blöder Hinweis: dieser Bach zum Beispiel. War jetzt ganz zu Anfang, als ich das Spiel gespielt habe beim ersten Mal und die Treiber noch nicht aktualisiert waren, war das transparent. Da war kein Wasser zu sehen, sondern da war ein Loch in der Grafik quasi. Das war halt nicht so schön. Ja, schon wieder bitte aus mit dem Spitzen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass man da vorher den richtigen Moment abpassen müsste. Und klatsch, schon wieder. Ja, komm, nimm dir den Bogen. Er braucht ihn nicht mehr. Jedem anderen Spiel würde er jetzt als Zombie auferstehen. Erinnere dich an das, was erstmal du gelernt hast. Jetzt die hier. Du kannst die beste Form und Technik der Welt haben, aber ohne Konzentration ist das nutzlos. Der Schlüssel für jede Waffe ist Konzentration. Na, warum hängt sie denn jetzt hier am Baum? Guten Tag. Dieser Hunger. Hallo. Ich muss etwas zu essen finden. So. Jetzt suchen wir mal. Ein Hirsch. Oder so. Oder wenn er noch mehr Pfeile. Oh, ne, da muss ich gar nicht gehen. Schön. Ich höre was schleichen, aber. Ach, da! Ah ja, sie lässt also irgendwann automatisch los. Ich wusste auch mal, wie man loslassen kann, ohne zu schießen. Die sind übrigens gar nicht so leicht zu erlegen, vor allem wenn man zu laut ist. Dann hauen sie ab. Die Hirsche. Konnte man denn schleichen? Konnte doch irgendwie... Und guckt sie da jetzt so hin? Lara guckt übrigens. Achso, deswegen. Ja, abschießen für EP, genau. Es gibt hier immer so versteckte Dinge. Auch Geocaches.
und wie das so alles heißt, was man hier noch so erkunden kann. Deswegen ist halt, wenn man die reine Story durchgespielt hat, hat man das nicht zu 100%. Ach, ich hasse das. Denn das Tierchen stirbt leider auch nicht. Nach einem Pfeil? Nein, man muss es dann auch noch jagen. Und man kann hier so ziemlich jedes Tier legen. Vögel, Hasen, hast nicht gesehen? Entschuldige. Und dieses, weiß ich nicht, Symbol, Kompass-Symbol nenne ich es mal, du wirst nicht immer moderne zeigt uns, haben, die dir sagen, in welcher Richtung die eigentliche Mission weitergeht. Man sieht hier, sie guckt schon wieder nach rechts beim Laufen. Das heißt, es gibt da irgendwas, in diesem Fall den Hirsch, zu entdecken, aber noch einen brauche ich nicht. Wobei man zu späteren Zeitpunkt dadurch Material für diverse Dinge bekommt. Er weist uns sogar teilweise darauf hin, dass wir die Überlebensinstinkte nutzen sollten hier. Warum zum Beispiel da jetzt schon wieder? Naja, nicht relevant. Das ganze Erkundungsgedönse will ich euch jetzt nicht zeigen, sondern mal ein Stück von der Story. Wir wollen ja schließlich auch mal zum Action-Part kommen, weil jetzt im Moment wirkt es ja nun wirklich wie ein Ur-Tomb Raider. Sie hier verwenden die Fähigkeit. Hier sehen wir, dass wir skillen können. Einmal Jäger und überleben. Was gibt's denn hier? Das ist halt im Bogen zu zielen. Letzten Bolle schon. Was gibt's denn? Überleben. Das ist doch immer gut. Zack. Pfeile aus den. Die verschossenen Pfeile aus den erlegten Gegnern wieder herausziehen. Das ist immer besonders praktisch. So. Und zeigt er hier immer noch ein Ausrufezeichen? Egal. So. Hier spricht Conrad Roth, Kapitän der Endurance. Wir sind Schiffbrüchige auf einer Insel im Drachendreieck. Roth! Lara! Du lebst! Ganz ruhig. Bist du okay? Was ist passiert? Ich war erst am Strand und dann bin ich in irgendeiner Höhle aufgewacht. Da war ein irrer Mann, Roth, und eine Leiche. Oh Gott. Wo bist du jetzt, Lara? In Sicherheit? Es war alles so schrecklich. Es ist meine Schuld. Es ist alles meine Schuld. Lara, hör mir zu. Ich habe SOS von der Endurance gefunkt, bevor ich von Bord ging. Hoffentlich hat es jemand empfangen. Ich habe mit den anderen gesprochen. Wir sammeln uns auf meiner Position. Bitte komm und hol mich. Ich muss hier bleiben. Du schaffst das, Lara. Erinnerst du das Klettern am Snowden? Du hast gesagt, dass der Trick darin besteht, immer in Bewegung zu bleiben. Bewegung zu bleiben. Finde einen Weg den Berg rauf, durch die alten Ruinen. Und lass das Funkgerät an. Okay. Da kommt sexy Püppi. Immer in Bewegung bleiben. Ich wollte gerade spontan, warum auch immer, wahrscheinlich durch die Ego-Shooter-Steuerung, ich wollte gerade stumpf aus Gewohnheit R drücken. Aber den Bogen brauche ich nicht nachladen. Da ist jetzt übrigens die Tür offen, was sie vorhin noch nicht war. Hallo? Ist jemand hier? Ich
Ich könnte immer noch ständig Screenshots machen. Fragt mich nicht warum. Wahrscheinlich, weil es jetzt noch mal einen Ticken besser aussieht als beim ersten Durchspielen. Achso, habe ich erwähnt, ja, man hätte das mit dem Xbox-Controller spielen könnte. Oder wahrscheinlich auch mit dem PlayStation-Controller. Also man kann es mit dem Controller spielen. Tue ich aber halt nicht wegen den Zielen. Ich habe es am ersten Mal, glaube ich, versucht und habe kläglich versagt. Was sind das für Zeichen? Was mache ich bloß? Du wartest durch den Dreck. Durch matschiges Wasser. Oder so. Oh Gott. Das ist verrückt. Huch, das war der falsche. Die falsche Tasse. Diese traditionelle Nomas gestellt eine hasserfüllte Frau in der Gestalt. Ja, wenn man Items findet, hat sie auch grundsätzlich immer irgendwas dazu erzählen. Quasi Hintergrundgeschichte. Aber das möchte ich jetzt auch nicht unbedingt alles hier durchlaufen lassen. Kisten gibt's hier zum Plündern und so. Und nette, keine Ahnung was. Entweder es ist eine Flascherei oder etwas, das wir nicht genauer wissen wollen. Das ist jetzt sehr albern, ich könnte ja auch da offen rumgehen, aber so kann ich euch demonstrieren, wofür ich die Axt jetzt brauchte. Sehen wir gerade wieder bei Audacity, dass man offensichtlich das Klackern meiner Tastatur wunderbar hören kann. Aber gut. Mach ja keinen Hehl draus, dass ich das auf dem Rechner spiele. Okay. Okay, was? Was habe ich jetzt übersehen? Achso, deine Leiter. Okay. Deswegen okay. Ich habe zwar durchgespielt, aber auswendig kenne ich es halt nicht mehr. Hier ist übrigens immer schön die Möglichkeiten, die Fackel wieder anzumachen, wenn man sie denn ausgemacht hätte. Was übrigens manchmal durchaus Sinn macht. Sam? Sie müssen dem Pfad folgen. Man muss klettern. Hast du gehört? Ja! Wir haben ein Feuer. Such den Rauch. Wir sind unterwegs. Lara, da bist du ja. Sam, Gott sei Dank. Überraschung. Schon okay, er ist in Ordnung. Oh, ich wollte Sie nicht erschrecken. Irgendwann wird hier wohl jeder etwas nervös. Wir haben mit Ihrer Crew gesprochen. Sie sind unterwegs. Er hat meinen Fuß verbunden. Ach, das war doch das Mindeste. Meine Manieren, entschuldigen Sie. Ich bin Matthias. Ich bin übrigens Lehrer. Das alles hier ist nichts für mich. Ich bin viel zu ängstlich. Süße, du siehst erledigt aus. Setz dich. Sam hat mir gerade von der Sonnenkönigin erzählt. Genau, Himiko. Können Sie mehr erzählen? Ich bin fasziniert. Naja, ob Sie es glauben oder nicht, einige tausend Jahre zurück war Königin Himiko sowas wie die Chefin von Japan. Sie liebt diese Geschichte. Himiko war bewundernswert, geheimnisvoll, aber auch rücksichtslos und wirklich mächtig. Die Legende sagt, sie hatte schamanische Kräfte. Und an dieser Stelle steig ich immer aus. Aber in jedem Mythos steckt etwas Wahrheit. Sie kommandierte eine Armee von Samurai-Kriegern, ihre prachtvolle Sturmwache. Sie ritten im Wind in das Schlachtfeld und vernichteten all ihre Feinde. Es heißt, die Sonne gehorchte Himikos Kommando und sie regierte alles, wohin ihre Strahlen gelangten, von den Bergen bis zum Meer und darüber hinaus. Was ist aus ihr geworden? Sam!
übrigens keine sehr schöne Situation, so. Hätte ich lieber ein MG. Lieber jetzt, wo kann man jetzt? Das ist übrigens vom Spiel gesteuert und ich habe trotzdem Gänsehaut gerade, wenn die einem entgegenspringen. Obwohl es eine Zeitlupe geht. Alter, hab ich die Gänsehaut? Frag mich nicht warum, ich kenne die Szene. Aber ich bin gerade ein bisschen angespannt. Woher weißt du, dass es jetzt aufhört? Die weiß es halt. Wir drüben! Reyes! Lara hier! Lass los! Alles gut, mein kleiner Vogel? Bin ich froh, euch zu sehen. Ist Sam bei euch? Sie war bei dir? Sie war hier. Mit diesem Mann, mit Reyes. Dann bin ich eingeschlafen. Und als ich wach wurde, waren sie weg. Ihr Ladies solltet euch nicht absetzen. Wir müssen sie finden. Warte, was ist mit Ralph? Okay, aufteilen. Einer von uns geht mit Lara zu Ross, der Rest macht sich auf die Suche nach Sam. Ich gehe mit dir. Ich mach's. Sie können damit umgehen? Es ist eine Weile her. Es fällt mir wieder also ein. Also zu Ross. Wir werden Sam und diesen Matthias kriegen. Du bist okay? Ja, ich muss mich noch mal kurz ausruhen. Ja. Ja, am besten bleibst du hier. Ich sehe mich mal um. Okay. Nicht so schlimm. Das erzählt sie jetzt wahrscheinlich sich selber, oder was? Ich weiß es nicht. Nicht so schlimm. Oh, hier, guck mal. Gut, Achso, stabilere Axt, da war ja was. Ist hier sonst noch was? Eha. Achso, wir könnten hier mal die Dings hier anzünden. Weil dann kann man nämlich hier diese Dinge anzünden, diese Netze. Und da fällt dann Bergungsgut raus. Sammelt die Bergungsgut, um im Basislager Waffen-Upgrades durchzuführen. Genau. Gar nicht gut. Geh einfach den Hügel rauf. Da ist ein großes Tor. So. Was wieder. Was ist das, ein Waschbär oder war das schon wieder ein Blöder? Ich weiß nämlich leider, aufgrund meiner vorherigen Erfahrung, dass hier scheiß Wölfe kommen, aber. Nicht hundertprozentig wo. Da tingelt noch ein Wirschwung. Das ist ein Hase. Oh, Alter, ich. Ich hätte mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Das Witzige ist, dass ich, ja, wie gesagt, das Spiel schon kenne und trotzdem gerade voll Gänsehaut bei den Wölfen habe. Also das Spiel catcht mich gerade schon wieder, echt. Ja, Pfeile brauche ich ja nicht, weil ich die aus den Leichen wieder rausziehen konnte. Ja, ups, da ist noch Bergungsgut. Kann man mitnehmen. Sonst kann ich auch nie meine Waffen aufrüsten. Und wie man vielleicht auch gerade sieht, oder wie man gehört hat, ist so ein schönes, typisches... Wo fange ich an? Okay. Fähigkeiten, achso, ich das... Ich bin Lara Croft.
eine Archäologin von der Indonesien. Ja, das wissen wir. Danke. Jedenfalls wollte ich sagen, dass es eben so ein typisches Ich habe was gefunden Geräusch war, wie man das auf Tomb Raider schon kennt. Die sind fasziniert. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Dem Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Wie scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Ja, das musste jetzt wohl passieren, um das Menü freizuschalten zum Dingsbumsen, Dingsenskirchens, Wiese hier, Dingenskirchens. Hier ist übrigens ein Traumfänger, ups. Eine Totems nenne ich. Wir suchen wir Bergungsgut. Nicht Kanickel, Bergungsgut. Da hinten haben wir was. Ups, da bin ich beinahe reingelaufen. Da haben wir Bergungsgut. Ah! Ich mag die nicht. Ich habe schon wieder Gänsehaut gehabt. Das ist furchtbar. Die habe ich nämlich auch nicht auf dem Zettel gehabt, wenn ich ehrlich bin. Das funktioniert. Ich brauche nur ein bisschen mehr. Ja, du kriegst mehr. Wenn mich die Wölfchen in Ruhe lassen. So, das müsste rein. Mal sehen, ob ich das fand ich nicht. Das war ein sehr gekonnter Sprung. War ein sehr gekonnter Sprung. Ich bin ja eigentlich sogar des Deutschen mächtig und in der Lage, ganze Sätze zu bilden, wenn ich nicht gerade konzentriert spiele währenddessen. Achso, die kann ich dann gleich aufmachen. Jetzt muss ich mal hier zack. Naja. Was auch immer da stand, ich weiß jetzt noch. So. Zack. Neues Upgrade durchgeführt, verstärken. Dadurch kann sie jetzt. Kriege ich auch Kisten damit auf. Wo ich wiederum. Was denn finde? Gar nichts. Gut. Das war wohl ein. Ich demonstriere mal meine tolle Axt. Alles klar? Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Dann leg los! Ich bemühe mich jetzt gerade nicht so laut zu tippen, damit man nicht mehr die Tastatur hört als mich. Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko, Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische, elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Das ist übrigens gerade eine Scheißkammerperspektive, man sieht ihren Hintern gar nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. Unglaublich! Es ist Himiko! Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Nein. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie Versteh? Da? Nein! Ich kläre das. Nein! Nein! Bitte! Hau ab!
Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Нужно слухать, мочи! Тут им nichts, bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружить их! Окружить! Только попробуй рыпнуться. Мочите их! Ja, da sich an dieser Stelle mal wieder meine Kamera verabschiedet hat, ich glaube, ich nehme das solche Sessions bald wieder mit, der Webcam auf. Verabschiede ich mich an dieser Stelle. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.